Leute, es ist Weihnachten. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich gehe angeln, hat 50.000 Abonnenten. Paul, ja. Was sagst du dazu? Herzlichen Glückwunsch, Victor. Und ihr gehört mit dazu. Und zu diesem Anlass habe ich mir gedacht, Weihnachten, besinnliche Zeit, verlosen wir was. Und zwar nicht irgendeinen Scheiß, sondern richtigen Scheiß. Felix, ich habe eine gute Idee. Wenn man hier schon mal im Online-Shop Globefishing ist, da gibt es ja 1000 Sachen. Ich möchte natürlich nur gute Sachen haben. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was da. Womit du ja auch schon gute Erfahrungen gemacht hast, die Whitebird, würde ich sagen, die können wir auf jeden Fall als Preis raushauen. Ein cooler Ultraleichtstock jetzt für den Winter, ein paar kleine Barsche zupfen. Und dann vielleicht nochmal die neue Kobaltroute. Was ist das? Favorit auch, eine Allround-Route, so fürs Allround-Angeln auf Hecht, Zander. Paul, Whitebird, einmal bitte. Ja. Und einmal holst du bitte einmal die Whitebird, aber nicht die hier. Die ist schon verkauft. Paul. Paul. Ja. Da hinten sind sie irgendwo drin. Paul. Du wolltest ja nicht zu Silvester haben. Ja, ist er. Ah, grandios. Paul also, weiß immer, wo alles steht. Paul weiß sofort Bescheid. Man braucht nichts sagen, man braucht nur Whitebird sagen und er weiß sofort. Eingriff. Ja. Oh, hast du sehr löblich. Sofort. So, und jetzt wiederholen wir uns zwar, aber die Kobalt. Guck mal, das ist die Whitebird. Das ist aber die falsche. Wieso steht doch hier SUL? Naja, aber das ist die 0,5 bis 5 Gramm. Wir verlosen ja die, 1 die bis 7. etwas schwerere. Paul. Die 1 bis 7 Gramm. Mann, Paul. Stimmt der nicht. Tut mir leid. Da ist er doch. Da greift der Felix einmal nur um sich und zack hat er sie. Ja. Okay. Also, die Whitebird, Leute. Kennt ihr? Habt ihr, wenn ihr sie nicht kennt, guckt euch nochmal das Video an. Die Kobalt. Die Kobalt. Zieht euch mal rein. Bam, bam, bam. Richtig schön stylisch. Und ich hatte in der Hand sehr schnell. Ja, es ist eine schnelle Route, also wirklich ideal für die Leute, die sowohl Zander als auch Hecht angeln wollen. Sehr leicht, in der Preisklasse auch ein absolut guter Stock. Pack die mal wieder ein, Paul. Soll der Chef jetzt alleine einpacken? Nee, geht gar nicht, das machen wir nicht. Ich packe euch nochmal den Link hier in den Post rein, dann könnt ihr euch die Sachen nochmal angucken. Und jetzt haben wir noch ein Überraschungspaket von Angel Joe. Überraschungspaket von Angel Joe. Dem sind unter anderem die Favorit Select Easy Shads, mit denen du ja auch beim Fishing Contest in Hamburg fast gewonnen hat. Fast gewonnen hat. Ja. Paul, wo sind Video die? An. Paul! Paul! Ja, die Lilanen. Die Lilanen. Also, hier sind die. Das sind die guten Stücke. Der glückliche Gewinner bekommt von jeder Farbe 2 Stück. 10 Farben. 10 Farben. Das heißt 10 mal 2, 20 Stück. Die kennt ihr ja die Form. Darf man das sagen? Ja, es gibt ja mehrere Hersteller, die die Form haben und die ist ja fängig. Also, ich sag mal, der Name Easy Shad. Könnt ihr euch denken, von welcher Firma das war? Kostet halt nur den halben Preis. Ja, wenn überhaupt. Sechs Stück, 2,99 sind eingelegt. Absolut fängige Köder. Ist so. Noch eine Angelzeitung, eine ganz aktuelle Ausgabe. Zeitung, Leute, ihr wisst, das Ding, was man so vor 30 Jahren, also das ist das mit Aufblättern und da sind die Buchstaben noch mit Tinte auf Papier gedruckt. Das ist eine Zeitung. Eine Angelschnur, 150 Meter, 17er, also ideal zum Raubfischangeln. Und dann nochmal gerade für den Winter. Ein Jerk von Zwarzonka, kleines Sticker-Paket hier von Jens, das hat er auch reingehauen. Unfassbar. Unfassbar. Ich hab noch was. Das ist richtig cool. In Deutschland braucht man einen Fischereischein. Ihr habt vielleicht einen, aber vielleicht auch nicht. Paul? Paul, hast du einen Fischereischein? Natürlich habe ich einen Fischereischein. Hubertus, den kennt ihr aus einigen Videos. Der hat ja eine eigene Online-Angelschule, eine App dazu. Und für diese App habe ich 2 Gutscheine für euch. Wenn ihr jetzt schon einen Fischereischein habt, wäre es natürlich auch ein geiles Geschenk für, sag mal, die Freundin. Die Mutti vielleicht nicht, aber für den Papa. Und an alle Karpfenangler, bei Freundinnen ist auch gut, wenn sie da mitkommen, könnt ihr mit 4 Angeln angeln zum Beispiel. Oder ich habe aber nichts gesagt. Aber absolut cool. Das ja. Geschenk. Der Gutschein ist 3 Jahre gültig, ist jetzt mittlerweile in 7 Bundesländern verfügbar, der Online-Kurs. Und ab 25.02. glaube ich in ganz Deutschland. Ne? Also wenn er jetzt nicht aus diesen 7 Bundesländern kommt, dann wartet noch bis 25.02. Danach ist er auch in eurem Land verfügbar. Packe ich euch auch nochmal einen Link rein, da steht nochmal alles drin, wie genau das funktioniert. Müsst ihr auf jeden Fall dann nicht mehr in irgendeinem staubigen Keller sitzen, sondern könnt es alles mit einer App zu Hause alles machen. Also auf jeden Fall auch eine coole Sache, ne? Was kostet sowas ungefähr? Das kostet ungefähr 97 Euro. Und es gibt, was er gesagt hat, es gibt eine Bestehungsgarantie. Ja. Bestandenheits... Das Wort liegt mir jetzt nicht auf der Zunge. Ja. Aber wenn ihr nicht besteht, dann kriegt ihr euer Geld zurück. In diesem Fall nicht. Also, wir haben eine... Alter, ist das viel. Wir haben eine Whitebird, eine Kobalt. Wir haben 21 Gummifische, ein Überraschungspaket von Angel Joe mit Jerk und Angelzeitung. Und dazu noch 2 richtig krasse Gutscheine für das Bestehen einer Fischereischeinprüfung, was ja relevant ist, um angeln zu gehen. Was müsst ihr dafür tun, Felix?
Ich würde vorschlagen, ihr schreibt jetzt einfach in die Kommentare, was ihr davon haben wollt. Ah, und weil ja Weihnachten das Fest der Nächstenliebe ist, für wen vielleicht? Vielleicht genau. Gar nicht für euch selbst, im Sinne eines Geschenkes. Das steht wahrscheinlich jetzt überall, für meine Todkranke. Die hat noch nie was gewonnen. Aber wir verlosen es. Gebt euch Mühe, schlechte Kommentare filter ich auch raus. Paul macht es. Paul macht es. Du machst die schlechten Kommentare. Und vor allem die schlechten Facebook-Posts. Ja. Ich war ja auf deiner Seite und ich war schockiert, was du für einen Post gemacht hast. Was war da los? Ich weiß auch nicht. Also. Ja, da müssen wir uns auch nochmal bei dir entschuldigen, glaube ich. Also uns war nicht bewusst, was wir damit bei dir anrichten, Paul. Sei uns nicht böse, aber du bist ein wirklich ehrlicher, fairer Angler und Sportsmann. Und ich hoffe, das haben jetzt auch alle verstanden und die wissen es auch. Von daher, mach einfach weiter so und geh deinen Weg bei Global Fishing. Ist so. Mit mir zusammen. Du musst immer wissen, man hatet immer nach oben. Das heißt, alle, die dich haten, fühlen sich gefühlt unter dir. Okay, dann fühle ich mich gleich viel besser, ja? Ne? Okay, ist das so? Der Hater. Ist das so? Okay. Würdest du jemanden haten? Nee, ich kenne nur Scheiße fährt immer nach unten. Scheiße fährt immer nach oben. Ja. Alles klar, Leute. Also, schreibt in die Kommentare, was ihr haben wollt von den vier geilen Preisen. Ja. Wir wünschen euch ein richtig cooles Weihnachtsfest. Vielleicht schafft ihr es ja auch ans Wasser. Zumindest ein paar Momente dort zu verbringen und einen Fisch zu fangen. Trefft dort Victor, der bringt bis Weihnachten wahrscheinlich auch nochmal eine Unzahl an richtig geilen Videos raus. Ja, ich glaube, ist er im Moment nur mit der Schere unterwegs und schneidet ein Video nach dem anderen. Das ist wirklich krass. Paul, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Wir haben echt geile Stühle hier, muss ich sagen. So einen Stuhl brauche ich auch. Paul, weißt du nicht einen Hocker?